herzliches Hallo und willkommen, liebe Modell- und Eisenbahnfreunde, zu einer neuen Ausgabe von Modell und Bahn. Und folgende Themen halten wir für Sie heute bereit. Den angekündigten Bericht vom Tag der offenen Tür bei Tillich in Sebnitz. Und wir zeigen Ihnen den Teil 2 der Reportage über die 94-15-38 der Rennsteigbahn, die Auferstehung einer alten Dame. Jetzt erstmal zu unserem ersten Thema. Am 15. Juni war großer Bahnhof in Pirna und Sebnitz, der Tag der offenen Tür bei Tillich. Der wurde diesmal ganz groß gefeiert, gemeinsam mit dem EVU ITL Captrain in Pirna. Den 15. Juni 2019 hatten viele Modellbahnfreunde aus nah und fern fest im Terminkalender stehen. Auch wir von Modell und Bahn. Den Tag der offenen Tür bei Tillich in Sebnitz. Dabei hatte nicht nur ich die Qual der Wahl, denn an zwei Standorten wurde der Tag der offenen Tür begangen. Sebnitz und Pirna. Pirna? Hier ist der Stammsitz des international tätigen EVU Captrain. Was hat nun Captrain aus Pirna mit Tillich aus Sebnitz zu tun? Ja, wir haben natürlich ein gemeinsames, die Fahrzeuge. So, und diese Gedanken sind alle damit entstanden, dass man sich gut kennt. Und irgendwann hast du eine Laune und sagst, wir könnten ja eigentlich mal was gemeinsam tun. Zum Beispiel ist es eigentlich gar nicht so rausgestellt, aber die ITL hat ja letztes Jahr 20 Jahre. So, also wir feiern eigentlich ein paar Jubiläen, wenn die ITL sagt, das interessiert doch keinen. Kann man jetzt überdenken, wie man will. Ich sage es jetzt ganz offiziell. Und von daher, wir haben vor 3 Jahren geübt, haben einen Probelauf gemacht. Und das, was uns damals nicht gefallen hat oder verbesserungswürdig ist, das haben wir jetzt einfließen lassen. Wir hatten vor 3 Jahren mehr historische Fahrzeuge, haben uns jetzt ein bisschen beschränkt. Mehr auf das Modernste, was auf Deutschland Schienen fährt. Und mit der Euro-Dual haben wir etwas zu bieten, was noch keiner hatte. Und damit können wir natürlich auch ein bisschen uns zeigen und sagen, ecchi becchi. Und man kann doch zu uns kommen, dann ist immer irgendwas Besonderes los. Auf dem Gelände hier habe ich einen Schüttgut-Güterwagen entdeckt mit einem Tillich-Slogan. Was hat es damit auf sich? Es ist so, dieser Wagen ist eigentlich ganz anders entstanden. Durch eine andere Bahngesellschaft. Wir haben ja hinten die Euro-Dual von der HVLE gesehen und die HVLE hat mich angerufen und hat gesagt, wir hätten da einen Wagen, den müsst ihr machen. Und dann bin ich mit unserem Entwickler, dem Herrn Seewald, nach Berlin gefahren und wir hatten nur Bauchschmerzen am Heimweg. Ein Wagen von der Privatbahn, der ist zwar toll, aber wer will der? Und wir haben kurz bevor wir in Sebnitz angekommen sind, gesagt, egal, wir tun's. Der Erfolg ließ sich nicht aufhalten. Die gesamten Bahnverwaltungen wollten eigene Serien und haben die bei uns gekauft. Wir haben zigtausend von den Wagen an die Bahnverwaltungen ausgeliefert, bevor wir unsere Kunden bedienen konnten. Und so eine Erfolgsgeschichte, die verbindet sich dann eben auch mit Captrain, mit diesem Wagen, dem FAC 10S, mit einer HVLE oder was COSA oder ERR, wie sie alle heißen. Und das ist einfach auch eine schöne Geschichte. Wir legen Wert auf alle unsere Kunden, egal ob sie nun von der großen Industrie kommen oder ob es nun unsere Kunden aus dem Modellbahnbereich sind. Wir wollen sie alle vernünftig bedienen. Ich schaue mich weiter am Vorabend des Tages der offenen Tür hier auf dem Gelände von ITL Captrain in Pirna um. Es wird noch an allen Ecken gewerkelt und aufgebaut. Bei den Modellbahnern, die ihre Anlagen in den Instandsetzungshallen bei Captrain präsentieren werden, werden letzte Handgriffe angelegt, damit alles reibungslos rollen kann. Interessant ist auch die Mischung zwischen Modellbahn und Loks der ITL in einer Halle. Klar, dass sich auch Tillich mit einem Stand hier präsentiert. Die Mitarbeiter haben aber noch alle Hände voll zu tun, bis alles tipptopp ist. So manche Eisenbahnschätzchen auf dem Modellgleis kann man auch bewundern.
Viele Modellbahnclubs aus ganz Deutschland sind präsent, um ihre Arbeit den Gästen und Besuchern des Tages der offenen Tür zu zeigen. Auf den Außenanlagen werden die Lokomotiven für die Fahrzeugschau in Reihe und Glied aufgestellt. 102004 der ITL ist gerade damit beschäftigt, die E-Lok 244044-4 an den vorgesehenen Ausstellungsplatz zu rangieren, um dann später selbst auf dem Nachbargleis sich in die Fahrzeugschau einzureihen. ...106004 ist gerade mit dem Verschieben von Güterwagen beschäftigt. Auch die aktuellen Fahrzeuge von ITL Captrain werden auf der anderen Seite der Außenanlage für die Präsentation aufgebaut. Es ist auch gleichzeitig eine Leistungsschau von ITL. Ich finde, eine perfekte Mischung zwischen Modell und Bahn für Freunde der modernen großen und kleinen Bahnen. 15. Juni, kurz vor 9 Uhr in Sebnitz. Die Spannung steigt. Gleich ist es soweit. Hunderte Modellbahnfans warten geduldig, bis das Tor sich öffnet. Und dann gibt es kein Halten mehr. Die große Jubiläumsveranstaltung 25 Jahre Tillich ist eröffnet. Bevor ich mich auf den Rundgang begebe, zunächst einen kleinen geschichtlichen Ausflug. Die Berliner Firma Zeug und Wegwert GmbH fertigte seit Ende 1946 elektromechanische Spielwaren wie den Zeuge Überseedampfer und Modelleisenbahnartikel, letztere anfangs nur in der Nenngröße 0. Auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1957 wurden die ersten TT-Modelle vorgestellt. Es war eine Dampflok der Baureihe 81, gefolgt von der V200 der Deutschen Bundesbahn. 1972 wurde die Zeug- und Wegwert KG zwangsverstaatlicht und in VEB Berliner TT-Bahnen umbenannt. Unter diesem Namen entstand ein breites Angebot an Modellen in der Spurweite TT. Nach 1972 wurden die Berliner TT-Bahnen in das Spielzeugkombinat Pico Sonneberg eingegliedert. Im Juni 1990 wurde der Betrieb reprivatisiert und in Berliner TT-Bahnen Zeuge GmbH umbenannt. Unerwartet meldete am 30. Juli 1993 die BTTB Zeuge GmbH Insolvenz an. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens übernahmen der Eigentümer die Matra GmbH und Co. KG und Hans-Jürgen Tillich aus Sebnitz im September 1993 Teile des Unternehmens. Unter dem neuen Firmennamen Tillich Modellbahnen GmbH und Co. KG wurde die Produktion 1994 fortgeführt
und eine Verlagerung der Betriebsstätte nach Sebnitz begonnen. Wurde die parallel existierende Firma Pilz an den jetzigen Standort in Sebnitz integriert. Von nun an wurde geklotzt und nicht gekleckert. Viele Modelle wurden grundlegend überarbeitet, neue entstanden, einschließlich der Produktion von Modellgleisen. 2012 erfolgte eine weitere Umbenennung des Unternehmens. Produziert wird weiterhin das bekannte Sortiment an Modellen und Schienenmaterial, jetzt unter dem Namen Tillich Modellbahnen GmbH. Und damit sind wir nach der kurzen Exkursion in die Geschichte wieder auf dem Betriebshof und dem Tag der offenen Tür angelangt. Und ich werde Sie jetzt mitnehmen zu einer kleinen Besichtigungstour. Eine Übersicht der Veranstaltungen gibt dieser Wegweiser. Mein Weg führt zunächst in die Kunststoffspritzerei. Eine lange Schlange bildete sich an den Spritzautomaten für den Jubiläumswagen. Bis daraus ein richtiger Wagen wird, können die Modellbahner und Gäste an verschiedenen Stationen selbst nachvollziehen. Das ist Modellbahn zum Anfassen. Einblicke in die Produktion und aus dem laufenden Programm wird an verschiedenen Arbeitsplätzen demonstriert. Die Mitarbeiter nehmen sich dabei sehr viel Zeit, um alle Fragen erschöpfend den interessierten Publikum zu beantworten. Auch interessant, die Spritzwerkzeuge, aus denen Schwellen für Gleise oder Oberteile für Wagen oder Loks entstehen. Schautafeln informieren über viele Produkte aus dem Programm von Tillich. Auch hier Modellbahn zum Anfassen, was sehr gut ankommt. An einer anderen Station begegne ich dem Jubiläumswagen wieder. In der Tampondruckmaschine wird der Wagen äußerlich finalisiert. An weiteren Arbeitsplätzen demonstrieren die Mitarbeiter, dass es ein ruhiges Händchen braucht, um die filigranen Teile an einer Lok zusammenzusetzen. In der Montage treffe ich wieder auf die Modellbahner, die zuvor ihre Wagen bedrucken ließen. Für ungeübte Hände schon ein wenig knifflig, den Wagen zu komplettieren. Mit fachlicher Hilfe klappt es dann doch noch. Eine gute Idee von Tillich, dem Publikum die vielen nötigen Arbeitsschritte mit dieser Aktion ein Stückchen näher zu bringen. Eine lange Schlange bildete sich vor dem Zelt mit den Sonderartikeln oder B-Ware zum Basteln aus dem laufenden Sortiment. Einkaufen mit Blockabfertigung. Anders ließ sich der Besucherstrom nicht regeln. Trotzdem war die Geduld der Wartenden unendlich groß und es blieb kein Wunsch unerfüllt, so mein Eindruck. Ebenfalls dichtes Gedränge im Werksladen. Geduld war auch hier angesagt. In den Vitrinen lockten viele Sonderangebote und Schnäppchen, die das Modellbahnherz höher schlagen ließen. Bei dem Angebot wanderte bestimmt manche Lok oder Wagen zusätzlich zum gesetzten Budget in den Einkaufsbeutel. Direkt vor dem Werkstor entdecke ich noch eine Attraktion, einen Oldtimer-Bus. Es ist ein Icarus-Gelenkzug. Dieser pendelte für die Besucher zwischen dem Werksgelände von Tillich in Sebnitz und dem Betriebsgelände von ITL Captrain in Pirna, was auch rege in Anspruch genommen wurde. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, die die Mitarbeiter von Tillich und ITL Captrain da gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Und auch hier gilt, nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. Na dann, bis nächstes Jahr. Und das nicht nur für Pufferküsser. Und jetzt zu unserem zweiten Teil unserer Reportage über die 94-1538 der Rennsteigbahn. Das Abenteuer der Aufarbeitung einer alten Dame geht weiter.
Am 25. Februar 2015 steht die Lok soweit demontiert da, dass eine tiefergreifende Begutachtung erfolgen kann. Jetzt werden die wichtigen Weichen für die Aufarbeitung gestellt. Eine fast völlig zerlegte 94er. Was macht dieser Anblick der Lok mit dir? Ganz schlimm. Also das so zu sehen ist natürlich tut weh, gleicht sich aber aus durch die Freude, die der Punkt bringt, wo sie dann überarbeitet wieder dasteht und uns wieder in gewissen Zeitraum zur Verfügung steht, wo wir letztendlich Touristen und so weiter in der Region wieder dieses wunderschöne Stück zeigen können. Was für Probleme sind eigentlich während der Demontage aufgetreten? Du hast gesagt, du bist das fünfte Mal hier. Was gibt es denn da so zu klären? Ja, es gibt also Dinge am Kessel, die wir vielleicht nicht ganz eingeplant hatten. Viele Dinge haben wir vorher gewusst. Einige Dinge sind auch wirklich noch dazugekommen. Es ist natürlich bei so einem komplexen Teil von mechanischen Bauelementen auch immer wieder irgendwas, was ausgeschlagen oder ausgebuchst werden muss. Es sind schon Dinge, wo das reine Nachmessen erst das ans Tageslicht bringt, was letztendlich erforderlich ist. Deiner Einschätzung nach, kann der Zeitplan gehalten werden? Also ich bin immer noch guter Dinge. Bis jetzt ist nichts Gravierendes aufgetreten, was uns hier in Größenordnung zurückwirft. Also ich hoffe immer noch, dass wir dieses Jahr im Herbst noch die Lokomotive wieder dampfen sehen. Doch im realen Reparaturleben eines Oldtimers bleiben Überraschungen oft nicht aus. Das ist bei einer fast 100-jährigen Dame nicht anders. Die Kesselreparatur gestaltete sich doch etwas komplizierter als vorausgesehen. Das Projekt gerät ins Stocken. Ein Jahr später, wir schreiben bereits das Jahr 2016, fahren wir nach Pila zur Interlok nach Polen, wollten uns selbst ein Bild vom Fortschritt der Reparatur machen. Am Kessel der 94er war doch eine erhebliche Mehrarbeit angefallen, als vorher erkannt wurde. Das hatte zur Folge, dass der technologisch geplante Ablauf am Kessel die Zeitplanung durcheinanderbrachte und den Zeitrahmen völlig sprengte. Wie geht es nun weiter mit dem Kessel? Ja, es sind aufgrund der Tatsache, dass eben bei der Demontage des Kessels immer wieder noch Dinge aufgetaucht sind, mit denen wir ursprünglich nicht gerechnet haben, hat es uns natürlich schon manchmal nach hinten geworfen. Aber es waren jetzt alles keine Dinge, die jetzt nicht lösbar waren. Es ist natürlich mit Mehrkosten verbunden, überhaupt keine Frage, und natürlich auch mit einem höheren Zeitaufwand. Also wir haben uns ja irgendwann entschieden, den Bodenring, der an diesem Kessel an der Feuerbüchse dran war, dass wir den nicht so belassen, sondern dass wir auf die ursprüngliche Form des Bodenrings zurückkehren, also so wie er im Original mal gebaut worden ist. Und die polnischen Kollegen waren also in der Lage, das auch noch herzustellen. Und das haben wir dann in Absprache mit dem Eisenbahnbundesamt, das ja doch eine sehr umfangreiche Reparatur war, abgestimmt. Dort haben wir uns praktisch den Segen geben lassen, dass wir das so machen dürfen, ohne dass das jetzt eine Bauartveränderung oder irgend sowas ist, was wieder Zulassungsprobleme herbeigeführt hätte. Und so konnten wir im Prinzip einen Zustand wiederherstellen, wie er im Original war. Und ich glaube auch, dass wir da ein Stück weit gut damit fahren, so wie sich das bis jetzt abzeichnet. Ja, der Zeitplan sieht nun so aus, dass wir uns heute mit den polnischen Kollegen hier darauf verständigen konnten, dass die Wasserdruckprobe, also die erste kalte Probe des Kessels, hier in Polen Ende März stattfinden soll, sodass wir davon ausgehen, dass in der ersten Aprilwoche der Kessel dann zur Maloba geht, um dort, dass dort nachher die Endmontage der Lokomotive beginnen kann. Mangelnden Optimismus kann man den Kollegen der Rennsteigbahn wirklich nicht vorwerfen. Kurz gesagt, der Termin der Fertigstellung im Frühjahr 2016 verschob sich erneut. Der Kessel der Lok machte immer noch große Sorgen. Strukturelle und Materialbeschaffungsprobleme verzögerten den weiteren Ablauf. Die geplante Kesselabnahme im Frühjahr 2016 konnte erst im Herbst gleichen Jahres erfolgen. Mitte September 2016 steht der Kessel endlich auf dem Hof der Maloba. Erst im Januar 2017 gingen die Arbeiten an der Lok weiter. Der Kessel wurde mit viel Fingerspitzengefühl auf dem aufgearbeiteten Fahrwerk der Lok wieder aufgesetzt. Jede Unachtsamkeit würde den weiteren Instandsetzungsfortschritt wieder zurückwerfen.
Allerdings brachte ein weiterer Zwischenfall die Reparaturarbeiten einer Lok wieder zum Stocken. Bei einem Einbruch bei der Malowa ließen die Diebe auch die Kupferleitung von der Lok mitgehen. Sie lagen schon anbaubereit neben unserer 94. Der Kessel sitzt wieder auf dem Rahmen. Jetzt sieht das Torso unserer 94er fast wieder wie eine richtige Lok aus. Die Arbeiten an der Maschine waren dann im April 2017 mit dem Aufsetzen des Führerhauses weitgehend abgeschlossen. Jetzt konnte die Abnahmefahrt beginnen. Am 2. August des Jahres 2017 feuerten die Kollegen der Rennsteigbahn die Maschine abends an. Jetzt steht unsere 94 1538 nach ihrer Stilllegung 2011 erstmals wieder unter Dampf. Sie wird aus eigener Kraft wieder rollen. Von der Malowa aus geht es auf die freie Strecke mit einer Bremslok im Schlepp. Es ist für das Filmteam eine kurze Vorbeifahrt an der Strecke, aber ein großer Schritt im Leben der frisch aufgearbeiteten Dampflok 94 1538. Der Heimreise der Lok aus eigener Kraft steht nun nichts mehr im Wege. Aber erstens kommt es anders, als zweitens, wie man denkt. Wir haben dann, als wir sie abholen wollten, leider einen Schiffbruch erlitten, in Form, dass die Speisepumpe mit uns nicht mehr reden wollte. Da musste dann kurzfristig Ersatz beschafft werden, beziehungsweise die vorhandene aufgearbeitet werden. Das war nochmal ein Rückschlag. Aber Ende gut, alles gut. Nach fünfjähriger Abstinenz am Rennsteig ist die Dampflok 94 1538 wieder betriebsbereit. Die Eröffnungsfahrt mit der Lok fiel allerdings ins Wasser. Nicht, was Sie jetzt wieder denken, nein, das kam reichlich von oben. Schönes Wetter haben wir aber auch zu bieten. Hier unsere 94 1538 auf einer Charter-Sonderfahrt durch den Thüringer Wald. Eine Frage bleibt, wie lange darf sie jetzt eigentlich dampfen? Na, theoretisch gemäß EBO 6+1+1, also 6 Jahre plus jeweils nochmal 1 Jahr Verlängerung. Und die Kesselfrist ist immer 3+1, also 3 Jahre mit 1 Jahr Verlängerung, sodass also 2 Kesseluntersuchungsfristen wieder
für die Fahrwerksfrist dagegen stehen und ja, theoretisch 8 Jahre und dann geht das Spiel von vorne los. Wir hoffen nur mit weniger Reparatur. Das war's wieder, liebe Freunde. Diese Ausgabe von Modell und Bahn ist zu Ende. Uns gibt es wieder in 4 Wochen auf gleicher Welle und Kanal. All denen, die den Sommerurlaub noch vor sich haben, eine schöne Zeit. Bis dahin und machen Sie es gut, Ihr Frank Buttig.